So, also bevor wir jetzt hier die Knife Round verpassen und die Musik funktioniert ja eh nicht. Irgendwas ist da wieder kaputt. Gehen wir mal rein und gucken uns an, wer sich die Seite aufsuchen darf auf Kobel. Okay. Ja. Man ist hier nicht so ganz einig, was da losgehen soll. Also langsam. Dann doch eingeholt. Also Mauswurf in der Seitenwahl werden höchstwahrscheinlich als CT anfangen. Hat ja eben ganz gut funktioniert. Und jetzt werden wir höchstwahrscheinlich auch gleich wieder ein kleines bisschen Zeit zu überbrücken haben, während die Jungs nochmal rumphilosophieren. Zur Frage mit den Player-Camps, weil das sicherlich einige auch nochmal interessiert. Die Player-Camps, die kriegen wir natürlich nur, wenn es von den Veranstaltern uns zur Verfügung gestellt wird. Und momentan gibt es für uns keinen Livestream, also keinen Clean-Feed, wie man dazu sagt, wo wir dann die Player-Camps mit drin haben. Das ist auf jeden Fall möglich, aber, zumindest große Aber, das läuft meistens über Twitch. Und wenn dann halt irgendwie wieder Problemchen sind oder irgendwas nicht richtig hinhaut, dann kann es sein, dass wir den nicht flüssig zum Laufen kriegen. Und das habe ich bei jedem Event dann immer wieder neu, dass wir gucken müssen, ob wir den Live-Feed zum Laufen bekommen oder nicht. Und wenn das Spiel nicht flüssig zu gucken ist, dann ist das immer so eine Sache. Und ja, auch die Qualität geht ja deutlich runter, wenn man den Stream restreamt quasi. Dann hat man ja Qualitätsverlust. Ich hoffe, dass es eines Tages so wird, dass wir die Camps und Live-Bilder von vor Ort einfach als Rohmaterial kriegen und das quasi bei unser Spiel drüberlegen können. Aber das ist dann natürlich zeitlich ein bisschen schwer zu timen. Denn so ein Feed hat natürlich ein bisschen mehr Delay. Na gut, also. Ich glaube, der muss versuchen, den Connector freizuhalten, den Dropper. Einen hat er wenigstens erwischt. Und Liquid ist unterwegs, hier den Druck zu erhöhen. Aber Nex mit seinen Duels, der Tag hat da fleißig durch. Das ist dein Mate. Auf den brauchst du nicht mehr schießen. Die beiden hier vom A-Spot kommen, das hilft ihnen wahrscheinlich nur bedingt weiter. Die 40 Sekunden. Zumindest die Bombe, aber Mauswurf möchte sie nicht davonkommen lassen. Rico hat auf den Burst-Mode geschaltet, aber die Duels von Nex sind unerbittlich. Jetzt muss er auch aufpassen, hat nicht mehr allzu viel AP. Adrian ist mit dem Kopf am Türrahmen hängen geblieben. Also 1:0 für Mauswurz. Alternativ sind einige Events dazu übergegangen, die Live-Feeds dann über YouTube-Streaming auch laufen zu lassen, was theoretisch deutlich besser funktionieren würde. Aber, ne, GEMA und so, wisst ihr Bescheid, in Deutschland Livestreaming nicht verfügbar. Herzlichen Glückwunsch, ich hätte jetzt was anderes gesagt. GEMA der ... Dass wir dort ja natürlich dann von dieser Sache dann nicht profitieren können. Bei den Main Events kriegen wir von. Ganz kurz auf die Runde ein, bevor das hier auch noch in die Bühne geht und kommentiert. Okay, also ich will sie kommentieren. Hat Mauswurz gut unter Kontrolle. Bei den Main Events, also sprich bei den von der ESL organisierten Events, gibt es dann auch einen richtigen Clean Feed, den wir von der ESL selbst als Stream zur Verfügung bekommen, also es nicht erst über Twitch geht. Der ist deutlich besser und da kriegen wir dann dementsprechend auch erstens ordentliche Qualität und zweitens kriegt man es gut dann auch rein. Aber ja, ich weiß halt nicht, wie sehr vor Ort dann immer die Sachen, ja, wie sehr vor Ort immer solche Sachen technisch umsetzbar sind. Ich weiß, wie viel Leistung man dort hat. Ich glaube, ich habe am letzten Tag zu diesem Event auch gespielt. Also vielleicht kriegt Max das dann zum Laufen.
Game von Nitro. Macht den Burst ein bisschen schade, weil er wusste, dass der Gegner relativ low ist. Und ja, zum Main Event Clusion Pork wird es mit Sicherheit auch ein Live-Feed geben und der wird hoffentlich funktionieren und dann können wir das Ganze auch darüber machen. Da gibt es Player-Camps und ich finde es persönlich auch sehr, sehr angenehm. Natürlich erstens, weil man Hintergrundgeräusche hat. Ich finde es sehr cool, wenn man eben einen guten Sound hat, wenn man auch was mitkriegt von vor Ort. Reaktionen der Spieler, Zuschauer jubeln hören, das sind alles Dinge, die ein bisschen zur Atmosphäre beitragen. Dann natürlich auch, dass es einen Kameramann gibt, das heißt, es nimmt eine Menge Belastung von uns als Castern runter. Dadurch, dass wir einfach das Bild nur kommentieren können und das erhöht dann, denke ich, die Qualität vom Caster nochmal, weil so muss man sich als Caster schon auf sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig konzentrieren. Alleine das ist schon auch hier. Warte, Fragli. Etwas aus dem Smoke rausgesehen, 36 AP noch. Es geht durch. Da hinten ist Dropper. Ich nehme an, dass er ein Smoke ist. Anders kann ich mir nicht erklären, dass er keiner schießt. Manche verschwinden Smokes im GoTV. Und Nex und Nico halten ihren Spot hier gut unter Kontrolle. 3 an Nico, 2 an Nex. Und sauber. Dennis kann nochmal absetzen, er bleibt auf der Pistole. Schöne Gegenflash. Ich denke, da könnte man sich die Zeit nehmen, einfach mal nachzuladen. Und Dennis rübergezogen. 5 zu 0. Das mit 9 mit den Smokes ist im GoTV verschwinden. Nee, das ist schon so ein bisschen länger drin, aber es ist auf jeden Fall ein Käfer. Und ist nicht so gewollt. Passiert, weil im GoTV nicht alles übertragen wird. Also manchmal gibt es dann kleine Aussetzer oder so, die man beim Zuschauen nicht unbedingt mitbekommt. Aber wenn man dann eben, wenn dann in dem Moment, wo die Smoke aufgeht, da irgendwie Command sich ankommt, dann bleibt die Smoke halt komplett weg, wenn ich mit dem Sturm bin. Fagley wieder zurück. Er hatte sich überlegt, aber durch die Smoke durchzupushen. Aber die Gegenflash von Mouseboards hat ihn auf jeden Fall etwas demotiviert. Und im Kistengang sind Fagley und die Licht durch. Das wird es ganz schön schwierig machen für Mouseboards, den Ausbauer zu verteidigen. Denn sie müssen jetzt erstmal raufschieben. Adrian, ja. Damit sollte die Runde halbwegs gegessen sein. Ist die Frage, ob Mouseboards überhaupt noch rangehen sollte. Ich denke, Next wird auch gar keine Möglichkeit mehr haben, als in die Offensive zu gehen. 12 AP noch. 5 AP. Bleibt hier nichts anderes für mich, als einfach reinzulaufen. Ja, also mit dem Kistengang ist die Runde natürlich auch schon so ein bisschen gefallen, denn Mouseboards war dadurch gezwungen, direkt über den Connector reinzuschieben, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auch, ob vielleicht jemand im Dropper unterwegs ist oder ähnliches. So, der ist nicht ganz ungefährlich, aber hat einen Fake-Step gemacht. Hat Hiko da zum Schießen verleitet und dadurch kann er Informationen sammeln, ohne sich in Gefahr zu bringen. So, Fagli macht sich auch auf den Weg rüber Richtung A-Spot und ich denke, es ist klar, was hier gleich passiert.
Frage ist, wie schnell spielen sie es aus und wie sehr die Maus damit umgehen. Max hinterm Laster. Und jetzt einige Gegenschläge spawnen. Zumindest hat er den ersten Break relativ umsonst bekommen. Max erneut schönes Recoil Control. Lich ist drauf gewesen und Adrian sucht immer noch verzweifelt nach seinem Frag. Er weiß nicht, wo er dahinter steht. Und er entscheidet sich ein bisschen zu sehr ins Duell reinzugehen. Rico, 53 AP. Ja, da kommt er nicht rauf für den Spot. 5 Sekunden. Adrian musste es natürlich versuchen, denn die Zeit wäre ihm davongelaufen. Deswegen der Gedanke, einfach auf den Spot draufhüpfen und gucken, dass man die Bombe irgendwie geplantet bekommt. 6:1 Mausbot. Schon mal deutlich mehr Runden als... als die Renegades gebraucht haben. Auf den Push-Versuch, Nico hat sie einfach beide zerlegt. Ich denke, die beiden wollten sich da aufeinander hocken, damit man oben auf die Titanic raufschauen kann. Oh, diese Flash, diese göttliche Flash von X und dieses geile Aiming. Was war denn da los? Adrian weiß auch gar nicht, wie ihm geschieht. Und X hüpft da einfach rein. Die Flash. Und drei blinde Amerikaner werden da weggesnackt. Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man mal machen. Und damit das 7:1. Tja, Mausbots. Weiter perfekt unterwegs. Korbrichtung Dropper. Mitbekommen, dass da noch einer nachkommt. Er muss seine Position aber erstmal aufgeben. Er hat keine Munition mehr in seiner M4. Aber sie haben sich getroffen, dass sie sehr, sehr teuer erkämpfen müssen. Adrian. Jetzt die Frage, ob Mausbots da einfach weiter marschiert. Dennis, das ist natürlich ungünstig. Mal gucken, wie Mausbot diesen frühen Verlust von Dennis hier kompensieren kann. Liquid hat noch einen Versuch, denke ich. Sollte diese Runde schief gehen, dann müssten wir eigentlich von einer... Ja, dann müssten wir eigentlich von einem Timeout ausgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Liquid, wenn das jetzt hier nicht funktioniert, dann nochmal ein bisschen Beratungszeit braucht. Jetzt werden sie es erstmal noch versuchen. Digga. Jawohl, erster Frag sitzt. Aber Nex drückt fleißig dagegen. Und sie sind so auf die Titanic rauf. Aber das hilft ihnen nur bedingt weiter. Nico hat nochmal einen auf umgedrückt. So viel dazu. Ich nehme alles zurück. Die Kontrolle ist wieder an die Amerikaner übergegangen. Und ja, schon durch. Kriegt das Corsair nicht rechtzeitig rauf. Ach, zu 2. Also kein Timeout notwendig. Am Ausschuss hat natürlich die Möglichkeit, sie jetzt erstmal wieder zurück in die Eco zu schicken.
Money Nates, das ist gut, aber Dennis bezahlt das mit seinem Leben. Und Chris Cheshire immer noch im Kistengang. Jetzt natürlich interessant, ich denke, dass Gob da durchaus reingehen könnte. Dann könnte man mit einem schönen Kreuzfeuer den KG sauber halten. Die Frage ist, ja, das war natürlich jetzt Ablenkung gedacht, die Frage ist, ob man da überhaupt die Gelegenheit noch bekommt. Denn jede Sekunde, die Gob Richtung Kistengang schaut, ist die Schräge natürlich ungedeckt. Dropper, wichtiger Frag von Fugly. Und damit reißt er die Deckung von Mousebot nochmal ganz gewaltig auf. Und Gob muss sich jetzt entscheiden, in welche Richtung er geht. Chris J, wichtige Ansage, den zweiten aber mitgenommen. Und wenn er in Deckung kommt, dann hat er alles richtig gemacht. Gob hat schon den Blick Richtung Connector. Irgendwo ist er da wahrscheinlich durch Sichtfeld von Nico durchgelaufen. Er hat ihn auch um 10 Zentimeter verpasst. Und Adrian, 1 gegen 2. Er versucht jetzt drauf zu pushen. Die Smoke soll ihm ein kleines bisschen Deckung geben. Molotov holt Gob aus der Luft. Es ist noch Zeit, um die Bombe zu planen. Langsam arbeitet sich Nico vor und dadurch, dass er hier geschlichen ist, sollte er den Überraschungseffekt auf seiner Seite haben. Alles richtig gespielt. Von Nicolino. Bomb has been defused. 9 zu 2. Mousebots mit dieser wichtigen Anschlussrunde. Damit haben sie Liquid ganz gewaltig in Geldprobleme gebracht. Die Amerikaner müssten jetzt eigentlich vom Prinzip her nochmal sparen. Da die Runde aber teuer für Mousebots war, könnte man sich überlegen, hier wirklich in den Force beizugehen. Denn man könnte da Mousebots dann auch wieder ihrerseits in die Eco zwingen. Und das zwar richtig. Aber gut, Team Liquid entscheidet sich hier zu sparen. Hat da keine Rücksicht genommen, was bei Mousebots an Geld vorhanden ist. Hier Richtung B drauf zu kommen. Der Gedanke wird natürlich sein, irgendwie die Bombe zu planten. Ist auch halbwegs auf dem Spot drauf, aber er weiß, dass da höchstwahrscheinlich noch jemand close steht. Bisher hat man keine Kontrolle darüber. So kann man mal ordentlich weiterklicken, aber das ist kein leichter Schuss. Und wenn man da nicht sofort trifft, dann tut man sich manchmal ein bisschen schwer. Darf ihm natürlich gegen die AKs nicht so wirklich passieren, denn da kann es sein, dass er dann direkt weg ist. So, 10 zu 2. Die Runde war einkalkuliert, jetzt geht's bei Liquid dann nochmal in die nächste Waffenrunde. Auch hier wieder keine AWP, also die Amerikaner spielen fast gänzlich ohne AWE. Smoke hat Gob einfach genommen. Ja, die gegen Nate. Die paar HP. Passt schon. Der hat nicht gekonnt. Nitro. Over Nitro. Ah, sein Mate hat gerettet von der Seite. Und sie sind auf die Titanic rausgekommen. Und jetzt hat Mousebot ist natürlich ein bisschen das Problem, dass sie out of position sind. Sie kommen nicht mehr wirklich sinnvoll und effektiv rüber in den Spot. Wir müssen aber versuchen, den Gegner davon abzuhalten, selbst auf den Spot drauf zu kommen. Dennis hat schon gehört, dass ein Dropper was kommt. Schön reagiert. Es wird von der Seite noch angeschossen. Was sollte es für Chris J gewesen sein? Der wird das mit der P90 sicherlich nicht mehr regeln können. Die Frage, ob es irgendwo eine Waffe zu finden gibt. Alle Spieler sind auf dem B-Spot gefallen, also wird er da nirgendwo rankommen. Ich weiß nicht, ob die P90 so lohnt, aber zumindest hat er einiges auch an Equipment. Rüstung, Nades. Da ist eine Menge Holz unterwegs. Und er könnte als Bonus dann in der nächsten Runde noch eine Waffe legen für jemanden. Und damit könnte man dann fast kaufen, ich weiß nicht. Ob das lohnt? Man weiß, dass Liquid nicht so wahnsinnig viele Geldreserven hat. Aber wie es aussieht, möchte man jetzt einmal sparen und dann in den nächsten kaufen.
auch etwas Beta geflasht worden. Chris J ist zu weit weg, der will vielleicht seine Waffe nochmal saven, ich weiß es nicht. Könnte sich vielleicht lohnen. Auch Dennis hat eine Rüstung. Würde in der nächsten Runde noch Geld sparen, dann bräuchte man die nicht nachkaufen. Und dann kommt man relativ günstig weg. Ich könnte mir vorstellen, dass Chris in der nächsten dann auch AWP spielen möchte. Aber erstmal freut sich natürlich Liquid über noch eine weitere Runde. 10-4 steht es dann. Im Optimalfall für die Amerikaner 10-5. Aber wenn wir bedenken, was die letzten Ergebnisse waren, sind wir wahrscheinlich weit weg von einem komfortablen Ergebnis. Jetzt mal schauen, vielleicht kriegen sie da noch die eine oder andere Waffe raus. Zum Beispiel Chris J. könnte es hier noch an den Kragen gehen, denn der steht ziemlich bitter im Kistengang. Boah, kriegt das nicht sofort das Brett reingedrückt. Versucht den zweiten, aber wird er nicht finden, denn Mousewurz hat sich vorsorglich erstmal aufgeteilt. So, Dennis eine AK mitgenommen. Die kann auf jeden Fall weiterreichen. Der Rest des Teams kann vernünftig kaufen. Und Chris kann sich überlegen, ob er AWP spielt. Ja, würde er tun. Und auf jeden Fall versucht man wieder weiter Richtung B zu spielen. Ich bin gespannt, ob Chris J's Arme da was dran ändern kann. Bis jetzt sind sie immer relativ weit auf Titanic rausgegangen und haben dann erstmal angehalten. Das könnte genau die richtige Position für ein AWP sein. Chris zieht weiter an, er braucht unbedingt Backup von links. Da ist jemand raus. Ich weiß nicht, ob er das gesehen hat. Einmal ein Flash rüber. Jetzt sein Mate ganz bitter geflasht. Ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten, aber Chris im Nahkampf, da fühlt er sich wohl. Diese schnellen Bewegungen, wo er ein bisschen unter Druck gerät, das ist seine Stärke. Und das ist das, was ihn von vielen anderen AWPs unterscheidet. Ist er da die Ruhe bewahrt? Nico steht am Rande des Feuers, er muss aufpassen, dass er nicht zu weit reinsteppt. Schöner Frag gegen X. Von hinten kommt der zweite, hat er ein bisschen glücklich frühzeitig entdeckt. Jetzt kriegt er seine Chance noch. Nico derweil aufgerückt. Und auch Dennis versucht ein bisschen auf die gleiche Flanke rüberzukommen. Die Bombe liegt da vorne. Higo, was für ein Spray. Was für ein AK-Spray. Schönes Teil. Aber es reicht nicht für die Runde. 11-4. Hervorragende Ausgangssituation für Mousewurz. Ich denke, daran besteht absolut kein Zweifel. Next, 20-9 Sets. Dennis, 16-8. Also die beiden haben hier ganz gewaltige Arbeit geleistet. Chris J hat einige wichtige gemacht. Und der Countdown läuft für die zweite Halbzeit. Es ist die Möglichkeit für Mousewurz, sich hier wirklich direkt zu qualifizieren, sich den ganzen Mist über das Lower Bracket zu ersparen und einfach nur durchzumarschieren. Und dann sehen wir sie beim nächsten Major wieder. Jetzt oder nie. 5 Runden trennen Mousewurz noch von der ersehnten Qualifikation und dann können sie Feierabend machen. Eine Gelegenheit gab, Frankie hat den Dropper unter Kontrolle gehalten, jetzt versucht man weiter rauf zu pushen Richtung Spot. Liquid ist noch im Anschlag, wird von Elite gekillt. Die Runde hinüber, Jay, oh mein Gott, der blinde Shot! Ich glaube, jetzt hat er es mitbekommen, dass er Adrian gekillt hat. Das war ein bisschen lucky. Mousewurz bekommt vielleicht die Gelegenheit noch. Eco formatiert. Hat die Gopa wirklich verpasst. Schöner Headshot vom Connector, vom Dropper. Und Gopa nochmal nachgesetzt. Eco der letzte Verbleibende. Er geht an die Bombe, kurz den Gegner einfach rauslocken. Und sie wissen nicht ganz genau, wo dran ist.
Und das hat er gut gemacht. Jetzt hat er sich natürlich verraten, hat ihn raussteppen sehen. Irgendwo hinterm Brunnen müsste er stehen, aber es bleibt immer noch so übrig. Gop hat schon getasert, die CZ wird leer gewesen sein. Aber das dürfte kein Problem darstellen. 12 zu 4, Mousewords auf dem besten Wege, sich zu qualifizieren. Jetzt bloß sich die Anti-Echos abgeben, bloß die Runden sauber über die Bühne bringen und dann könnte es relativ bald geschafft sein. Schuss hat er noch. Reicht nicht ganz. Nico hat ein paar AP überlebt. Jetzt gibt es das Knife-Duell. Und Nico kassiert. Na gut. Also, Next steht ein bisschen im Feuer. Aber man ist zumindest drauf auf dem Spot. So, das ist Runde Nummer 13. Die Amerikaner sind froh, dass sie ihre Waffen durchbekommen. Oder ihre Rüstungen. Sie waren auf dem falschen Dampfer. Wahrscheinlich werden sie gleich nochmal stacken. Freut sich, dass er jetzt hier so schöne Mac-10 mitnehmen kann. Und wir sehen es schon, Mousebots ist unterwegs rüber Richtung A. Das ist eine gute Entscheidung. Liquid hat die letzte Runde auf dem B-Spot gestackt. Man hat einmal kurz angetestet, ob da überhaupt jemand sitzt. Und nachdem Contact war, denke ich, ist die Entscheidung gut, Richtung A-Spot zu gehen. Schön von Nitro, stark geschossen. Nitro, hat noch mitgenommen, sauber. Und hat dem A-Spot hier mehr als ein Dorn ins Auge gedrückt. Denn es ist da durch, aber es hat sich viel gekostet. Es war eine sehr, sehr teure Attacke hier Richtung A-Spot. Adrian, da tut sie Mac-10 natürlich auch, wenn der Gegner schon so angeschossen ist. Und Dennis hat drei Spieler vor sich, alle mit Rüstung und Helm. Und er hat nur die Galil. Und die Galil ist vielleicht nicht die beste Waffe. Eine AK wäre deutlich besser und hätte weitaus größere Chancen. In einem unglücklichen Moment haben sie damit den heruntergelassenen Hosen gefunden. 13 zu 5. Und der Faust war hier erfolgreich. Und das ist über den starken Einsatz von Nitro auf jeden Fall möglich gemacht worden. Mousebots hat genug Geld zum Nachkaufen, zumindest halbwegs. Wir haben den Deagle bei Nico und Next mit der Tech-9. Trotzdem, strategisch fand ich die Entscheidung, Richtung A zu gehen, auf jeden Fall richtig. Ist halt nur daran gescheitert, dass man eben nicht ohne große Verluste an Nitro vorbeigekommen ist. Es gibt immer noch den Spieler, der hier oben raufhüpft. Da, ehrlich, ist das mit der geklauten Galil von Dennis. Rechts steht Nico, drückt ihm das Brett ins Gesicht. Nico, der will nicht umfallen. Jetzt hat er nochmal nachgezogen. Schnappt sich die Galil. Hinter dem Brunnen sitzt irgendwo jemand. Die Flash hat ihn eigentlich nicht weiter interessiert. Aber Adrian schnell und sicher mit seiner AWP. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir Liquid mit einer AWP spielen sehen. Mir ist zumindest noch nicht aufgefallen bisher.
So, Chris Chase, schaut mal, ob er das vielleicht hinbekommt. Drei Gegner sind auf jeden Fall machbar. Vor allen Dingen, wenn er jetzt die Zeit bekommt, die Bombe zu legen. Ja, dann kann er den Gegner zu ihm holen. Wir wissen alle, wie gut Chris Chase solche Situationen manchmal handelt. So, Bombe liegt. Die Gegner werden auf ihn zurennen und sie werden ihn attackieren müssen. Chris Chase geht natürlich auf das Duell. Den ersten hat er weggeklickt. Der zweite. Der will auch nicht richtig fallen, aber er hat ein bisschen AP gekostet. 16 Hitpoints noch. Und Adrian mit der AWP sicher. Das war gut möglich für Chris Chase, das noch zu holen. 13 zu 6. Noch halten sich die Amerikaner über Wasser. Aber es wird langsam, aber sicher schon dünner. Mauswurz kann ich nicht. Die gelegte Bombe vielleicht. Naja, ist auch ein bisschen dünn. Ich denke, da wird man jetzt erstmal eine Eco spielen müssen. Auch wenn die Runde relativ knapp war. Das ist keine komfortable Kaufrunde beim Mauswurz. Nico ist da schon relativ weit raus. Aber wurde rechtzeitig gefunden. Sieht aus, dass man da wirklich den Go spielt. Ich wollte natürlich weiterhin auf Titanic. Lässt sie da unten durchlaufen, damit sein Mate auch damit. 13 zu 7. So, noch ist Mauswurz nicht durch. Auch wenn es ziemlich gut aussieht. Sie müssen jetzt ein, zwei saubere Runden über die Bühne bringen. Wenn Liquid erstmal ein schönes Geldpolster aufgebaut hat und sich richtig eingeschossen hat, dann könnte das eine ziemlich schwere Aufgabe werden. Gerade die Umstellung auf die AWP, glaube ich, hat ihnen ganz gut getan. Bin nicht getroffen. So, wäre das ein Fake Liquid auf dem Basewood? Versucht dann möglichst 2 bis 3 Leute zu beschäftigen. Next arbeitet sich unten vor. Die beiden Spieler von Liquid sind da relativ alleine. Die werden auf jeden Fall Backup brauchen. Natürlich auf dem Weg, um sie ein bisschen zu unterstützen. Und er scheint auch Richtung A-Spot drauf zu gehen. Also man ist sich offensichtlich im Klaren darüber, dass Mauswurz hier den A-Spot angreift. Und Nico steht close hinter der Smoke. Auf jeden Fall sicher. Nico rechtzeitig gegengeschlagen, bevor er weiteren Schaden anrichtet. Aber es hat natürlich Zeit gegeben, damit die beiden Liquid-Spieler hier auf den Spot draufschieben konnten. Nico ist nachgeschoben, schöner Frag von Adrian. Und 13 zu 8. Also, wer sagt's denn? Liquid kann ja doch ein paar CT-Runden holen. Die Deckung hat halbwegs funktioniert. Natürlich ist Mauswurz ein bisschen vorhersehbar gewesen. Sie haben einfach versucht durchzupushen. Obwohl der Gegner sich schon offensichtlich darauf eingestellt hatte. Das ist natürlich die Frage, ob wir vielleicht die klassischen Gob-Fake-Moves wiedersehen werden. Head gedrückt gegen Dennis. Also die Runde wird wahrscheinlich auch nicht viel werden. So, neuer Versuch für Mauswurz.
Team Liquid hat mittlerweile schon ein ganz ordentliches Geldpolster zurückgelegt. Sie können auf jeden Fall zwei Runden damit finanzieren. Also Eco-Gefahr steht jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Doppel-Molotov, da sieht man auch, wie ernst es Liquid ist, hier den B-Rush aufzuhalten. Denn sie scheinen tierisch Schiss davor zu haben, dass Mausbots hier wirklich einfach den B-Spot attackiert. Denn diese späten Argos, die haben sie bisher ganz gut unter Kontrolle. Und es gilt natürlich, das auf dem B-Spot genauso zu machen, dass der auch nicht angreifbar ist. Weg von Adrian. Mit seiner AWP geht auch wieder zurück. Also ich denke, man hat es da mal versucht. Ja, aber das ist natürlich ein gutes Mittel. Diese späten Ghosts, die kriegt man bei Liquid einfach durch geballte Manpower unter Kontrolle. Und auf der anderen Seite, pick-orientiertes Spiel, da ist Adrian mal ganz gut positioniert. Da kommt der Entry-Frag von Nico. Jetzt ist interessant. Hiko muss unbedingt Schaden machen. Er muss auf Zeit spielen. Er muss gucken, dass er den Gegner beschäftigt. Aber der Molotov jagt ihn wahrscheinlich raus. Geht ihn trotzdem down. Bisschen Lucky hat vorher geziert. Hiko. Hiko, da geht er down. Und Dennis marschiert auf den Spot drauf. 2 gegen 2 Situation. Die beiden CTs stehen ganz gut übereinander. Sie haben die gleichen Winkel. Aber Hiko geht einfach nochmal rum. Und die AWP verschießt. Und das wäre Adrians Chance gewesen, die Runde wieder gut möglich zu machen. Der Molotov hinter den Spot sollte ihm ein kleines bisschen Deckung geben, aber ich glaube, dass Nico da trotzdem legen kann. Er hat etwas HP eingebüßt, aber das ist es ihm wert gewesen. Und Adrian hat auf die AWP gewechselt, kriegt das Brett von Dennis. Und so geht's natürlich auch. 14 zu 9. Jetzt kommt die Schlüsselrunde für Mausbots. Sie haben einiges an Spielern verloren, das heißt, man muss jetzt nachkaufen. Und wie gesagt, Liquid hat genug Geld zum Durchkaufen. Die müssen sich da keine Sorgen machen. Und Adrian. Wieder mit der AWP unterwegs. Wieder erfolgreich an dieser Stelle. Man hat versucht, ihn zu picken, hat sich auf das Duell eingelassen. Und Chris J hat verloren. Aber Nico hat gerade gute Arbeit geleistet. Wir sehen irgendwie so ein bisschen ein Replay von der letzten Runde. Adrian auch da wieder den Entry-Frag und Mausbots wieder zurück unterwegs. Sogar Nikos Knife angucken während des Verschiebens. War 1 zu 1 das gleiche. Und auch hier wieder der Entry-Frag von Nico. Wieder geht Hiko hinten auf den Spot. Wieder an der gleichen Position. Er entscheidet sich jetzt ein bisschen anders zu stehen. Dieser verschiebt Liquid dann doch etwas anders. Man lässt sich dann mit Dennis und mit dem ganzen Getummel nicht so viel ein. Next. Das wäre ein wichtiger Frag gewesen. Gau B kann ihn finishen. Und Nico ist schon unterwegs, hier den Connector frei zu machen. Und sie müsste noch mit Hiko rechnen. Hiko ist beim letzten Mal da rausgelaufen. Da kam die Ansage, glaube ich, aber Dennis hat ein bisschen zu spät nachgeguckt. Es wird interessant, was Nico hier im Connector ausrichten kann. 1 gegen 2. Hiko gegen die beiden letzten verbleibenden Mausbots-Spieler. Und er hat keine gute Position. Er weiß ganz genau, dass er von beiden Seiten abgezielt wird. Deswegen entscheidet er sich, in die Offensive zu gehen. Schuss nach rechts rüber. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und Nico marschiert einfach drüber über ihn. 15 zu 9. 6 Matchpoints für Mausbots. 6 Möglichkeiten, sich für die DreamHack Illusioner Poker zu qualifizieren. Jetzt oder nie. Denn Liquid. Es fehlt sogar bei Farkley so ein bisschen an Geld. Adrian hat nur eine Decoy. Hiko hat nur eine Flash plus Decoy. Jetzt gehen wir wieder zur alten Strategie über. Nico beschäftigt auf dem B-Spot und man scheint da wieder Richtung A drauf gehen zu wollen. Und diesmal hat Adrian seine Position etwas anders gewählt. Jetzt sieht man seine AWP unten in der Mitte. Ich habe nicht getimed, hat aber nicht getroffen. Zentimeter daneben. Und der Kistengang ist halbwegs frei. Und wenn ich Team Liquid wäre, würde ich wahrscheinlich jetzt alle Mann auf den A-Spot rüberschieben. Denn Mausbots hat bisher keinen großen Hehl draus gemacht, dass wenn sie den A-Spot anspielen und vorbereiten, dass sie dann auch draufgehen.
Klar, nicht alle, aber zumindest mal ein bisschen mehr Richtung A orientieren. Schuss an Dennis. Nico hat den Frag gemacht. Aufwendig, der mit Pin zerlegt. Und Hiko, für ihn wird das wichtig, hier den Giftgang irgendwie freizuhalten. Nex und Nico, sie sind durch und fangen aus dem Connector geholt. Damit sinken die Chancen ganz gewaltig, aber seht es euch an. Nico 9, 14 bei Nex und 4 HP bei Gob. Also wenn Eli seine Chancen noch bekommt, dann ist die Runde vielleicht noch nicht ganz durch. Aber das muss funktionieren, das muss Mausbots Runde sein. Die dürfen sie nicht mehr abgeben. Und Nex drückt ihn sofort um über den Haufen. 16:9, Mausbots gewinnt die Map Nummer 2. Und damit sind sie qualifiziert für das nächste Major Event. Herzlichen Glückwunsch an die Mäuse und well played auf jeden Fall. Keine Frage. Team Liquid.